Herzlich willkommen zurück bei The Cave. Ich bin hier wieder als Ritter unterwegs und schaue mir nochmal den anderen Bereich der Höhle an. Hier oben haben wir ja schon alles abgesucht, aber wir sind hier noch nicht runtergeklettert. Das fehlt uns noch so ein bisschen. Bei den anderen Enden konnten wir gerade nicht weiter. Und ich glaube, hier waren wir noch gar nicht, wenn ich das richtig sehe. Ach, guck an. Jetzt sind wir auf der anderen Seite, da wo wir gerade eben nicht durch konnten, beziehungsweise in der letzten Folge nicht durch konnten. Für mich ist das ja gerade eben... und was ist denn hier los? Was ist das da oben? Das sieht ja total strange aus. Aber ich meine, dass ich weiß, was Sache ist. Sehr gut, dass wir hier zufällig nochmal unseren Rohrstutzen dabei hatten. Jetzt kann ich nämlich hier das Wasserventil aufmachen. Dann wird das Ganze mit Dampf gefüllt. Und ich kann hier wahrscheinlich dann rein oder so. Das Ganze wird dann nach oben verfrachtet. Ich schaue jetzt ganz kurz noch hier weiter, wenn das nicht mal ein Fehler war, dass ich da lang gegangen bin. Weil ich da nicht mehr zurück kann. Oh. Dann sind die anderen zwei auch da. Wuhu! Piratenflagge. Aha. Das erinnert mich ja auch an die andere Piratenflagge. Am Ende müssen wir hier auch an allen drei Piratenflaggen vorbei. Hier kommt der Heißluftballon raus, würde ich jetzt mal denken. Mal gucken, ob wir drei Piratenflaggen umlegen müssen oder ob das schon mit zweien irgendwie funktioniert. Huch. Und hier könnte ich ja auch nochmal weiter gucken. Da haben wir eine Kiste. Ah, mit der Kiste könnten wir wieder zurück. Ach, guck an! Mais und andere Dosen. Anderes Dosenfutter. So. Also die Piratenflagge scheint nicht, also noch nicht Ware zu sein. Deshalb sollte ich jetzt vielleicht mal hier noch weiter gucken. Ich kann hier auch noch runterlaufen. Die Level sind echt groß. Guck an. Ha! We did it! Femur. Das sind Explosionsfässer. Was ist denn Femur? Das ist ein Pirat. Ich habe jetzt einen Knochen aufgenommen, ne? Und hier sind lauter Explosionsfässer. Oh, was macht die denn da? Sehr gut. So. Ob es da auch noch runter geht? Hier zum Beispiel müssten wir ein Fass hinlegen, würde ich mal denken. Und dieses Fass anzünden. Damit oben das ganze Wasser rausgelassen wird. Die Frage ist bloß, wo wird das dann hingebracht? So, und hier kommen wir nicht drüber, würde ich jetzt mal denken. Nee, diese Steine sind zu heiß. No dying in the cave. Okay, dann können wir jetzt ja unsere anderen zwei auch wieder abziehen. Die sind ja jetzt auf jeden Fall mit den Piratenflaggen. Ach komm, das hätte ja mal abdämpfen können, den Fall. Unser Heißluftballon. Aber trotzdem sind wir jetzt ja schnell dort. Und jetzt werde ich mal hier... Tja, warum eigentlich? Warum sollten wir jetzt hier hochfliegen? Nur wegen dem Zeichen da unten? Was ist das eigentlich überhaupt für ein Zeichen? Von wem ist das das Zeichen? Da muss einer richtig lange... an diesem Ventil sein. Na gut, dann machen wir das mal. Moment. Ein Moment bitte. Da, was ist der Knochen? Das weiß ich auch noch nicht, wo der hin muss. Ach komm schon. Jetzt darf ich da nicht rein. Das ist ja ätzend. Schnell. Nein. Ah, damn it. Gott sei Dank kommen wir hier direkt wieder hin.
So, nochmal. Und ab geht er nach oben, die Luzi. Und diesmal springen wir richtig. Ach komm. Ah, da muss ich mit meinem Engelsschild hinspringen, glaube ich. Achtung. Was? Ich darf das nicht nehmen? Komm schon, willst du mich verarschen? Wieso nicht? Das verstehe ich jetzt ja nicht ganz. Ich kann dieses Zeichen an der Wand nicht, nicht benutzen. Nicht abrufen. Dann würde ich jetzt mal die Lisbeth da reinpacken. Und dann mal mit ihr nach oben fahren. Mal gucken, was uns da erwartet. Das war's? Ich komme einfach nur nach oben? Das ist ja komisch. Na gut, dann müssen wir jetzt mal sowas wie eine Fackel irgendwie bauen oder herausfinden, wie wir das machen können. Wo kommt eigentlich dieses Wasser her? Von irgendwo. Spinky, komm, komm, komm. Ich habe einen Knochen. Ne, das gefällt dir. Aber der kommt nicht mit. Warum nicht? Da war ich mir jetzt sicher, dass Spanky mit dem Knochen noch irgendwie... Shut up. Was ist eigentlich mit dieser Kiste hier? After years on this blasted island, I can finally leave. Shut up. Papagei und der Schiffbrüchige, die mögen sich auf jeden Fall. Kann ich anders sagen. So, was ist denn jetzt hier? Drecksköter, du. Willst du jetzt deinen Knochen oder nicht? Any progress moving that boat? Time said when you get that boat of yours to the other side of the island, give me a shout. And I'll join you for the big rescue. Shut up. Hm. Das scheint nicht wirklich das Rätsel Lösung zu sein. Dass das nicht funktioniert, das wundert mich ja jetzt schon sehr. Oder ist das vielleicht aus Versehen? Vielleicht ein Bug? Dass das ein Zeichen eines anderen Spielers ist? Der Ritter hatte ja das Schwert im Stein. Nichts bewirkt etwas. Nichts. Und tot. So, was müssen wir denn eigentlich mit diesem scheiß Boot machen? Da muss ja auch noch was passieren. Ich laufe mal zurück zum Boot. Und versuche das mal... Kann man das mitnehmen? Ja, das können wir mitnehmen. Und werden das wahrscheinlich durch diesen Kanal hier unten irgendwie durchtransportieren müssen. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Probier das mal. So, hier geht's schon mal rein. Huch, was ist denn jetzt los? Bin ich jetzt vom Boot erdrückt worden? Ah, guck an, das Boot ist da. Hä? Was zur Hölle? Ach, da kann ich auch nicht durch. Oh, der Mönch stirbt oft heute. Muss jetzt wahrscheinlich von der anderen Seite da irgendwie ran. Bin jetzt gespannt. Komme ich dann hier durch? Da muss ich ja immer noch... in irgendeiner Form diese Fässer anzünden. Müssen hier hin. Damit ich auch an den Hebel komme da oben.
Das heißt, wir brauchen irgendwas zum Anzünden oder wir müssen die Fässer... Einfach hier runterrollen bringt ja auch überhaupt nichts. Ich finde diese Schräge hier so komisch. Hier, diese hier. Ich werde mal versuchen, ob ich mit diesem Knochen, ob man den vielleicht anzünden kann in irgendeiner Form. Bloß wenn ich da einmal unten bin, komme ich ja nicht mehr wieder hoch. Also im Feuer meine ich jetzt. Das ist nämlich die einzige Stelle, wo ich gesehen habe, dass Feuer existiert. Ah, wir haben ja noch zwei andere Sachen. Die müsste ich mir mal auch nochmal angucken. Die haben wir ja hier gefunden. Was ist denn das eigentlich? Schachtel Cracker und eine Dose Mais. Die Schachtel Cracker, die könnte ja den Papagei irgendwie interessieren. Krass wäre natürlich, wenn man den Papagei anzünden könnte und der dann aufgeregt bis zu dem Fass fliegt und dann das Fass anzündet. Das wäre der Hammer. Aber ich glaube, das ist nicht der Fall. So, Polly, wie sieht's aus? Willst du einen Cracker? What I wouldn't give for a checkers board. Whoopee, I'm rescued. Guck an. Shut up. So, jetzt habe ich Polly dabei. Was mir das bringt, weiß ich jetzt noch nicht so richtig. Aber ich habe Polly dabei. Oh, das gefällt ihr nicht. Da ist sie direkt wieder weg. Ja, wo ist sie denn jetzt? Der Papagei ist weg. Ich weiß aber auch ehrlich gesagt noch nicht, wozu ich den brauchen könnte. Da ist der Papagei wieder. Eine Bratwurst. Eine Bratwurst. So, ich komme hier irgendwie nicht aus dem Wasser raus. Alter Schwede, dass der immer gleich stirbt dabei. So ein bisschen ätzend. So, dann gehe ich jetzt mal mit dem Ritter wieder nach oben. Versuche wenigstens mal das Boot weiterzubringen. Wo kamen wir denn da hin? Ah, hier sind wir doch beim Boot. Sehr gut. Sehr gut. Das müssen wir eigentlich nur noch rüberziehen, ne? Ja, das funktioniert auch. In den nächsten Teich. Hier, der Rettungsring, der ist ja auch nur noch zur Hälfte dran. Ob das so sicher ist, damit in den Ozean zu gehen. So, und da kommen wir wahrscheinlich erst weiter, wenn wir das Ding hier aufgemacht haben, würde ich jetzt mal sagen. Der Hebel wird wahrscheinlich das Teil nach oben fahren lassen. Nehme ich jetzt mal stark an. Jetzt ist die Frage, können wir mit diesem... Die Crackerschachtel. Wozu brauche ich denn die Crackerschachtel? Für Polly, aber wofür brauche ich Polly? Noch Feuer. Und die Dose Mais. Das scheint eine volle Dose Mais zu sein. Ja, also die Fackel muss ich irgendwie noch bauen oder mir machen oder so. Da bin ich mir jetzt noch nicht so ganz sicher. Dieses Femur-Ding ist das Einzige, was in der Richtung Stock irgendwie vorhanden ist. Aber wenn ich jetzt hier runterspringe, bin ich sofort tot und die Fackel ist immer noch nicht an. Ich
könnte höchstens jetzt überlegen, ob ich mit dem Ritter das Ding mitnehme. Und dann so in der Lava stehe. Gucken, ob ich schnell genug bin, dass ich da springen kann. Nee, sofort tot. Sofort verbrenne ich da. Wenn wir da Wasser reinfüllen, genug, dann ist das vielleicht auch was anderes. Das könnte übrigens auch sein, dass ich da Wasser hin, in irgendeiner Form Wasser drauf plätschern muss und dann mit einem anderen Charakter nach unten springe. Das könnte ich jetzt nochmal ausprobieren, bevor ich die Folge hier beende. Und zwar werde ich mit der Lisbeth diesen das Wasserding betätigen. Dann mit dem Ritter runterspringen, sodass wir uns nicht wehtun. So. There she goes. So. Da war doch irgendwas mit diesem scheiß Teil am Anfang. Ich kann mich nicht mehr ganz daran erinnern. Aber jetzt kriegt der Ritter wenigstens mal eine Dusche. Und wir werden uns demnächst wiedersehen. Und zwar in der nächsten Folge von The Cave. Bis ich mal herausgefunden habe, wie dieses verdammte Rätsel hier funktioniert. Bis dahin. Tschüss.